Vor Weihnachten und zum Jahresende hin ist wieder die Zeit der Erinnerung. Ich baue mit euch in diesem Video eine Vorlage, die ihr als eine Art Adventskalender gestalten könnt oder auch als Jahresrückblick. Mit entsprechenden Hintergründen könnt ihr das Beispiel aber auch für andere Anlässe verwenden. Das Projekt kannst du in VideoVision und Stages nachmachen, in PhotoVision mit Einschränkungen. Das sage ich dann an den relevanten Stellen. Das Projekt wird auch wieder im VIP-Club als Download zu finden sein. Da sind dann diese roten Hintergründe enthalten. Ansonsten ist das Erweiterungspaket Frohe Weihnacht hilfreich. Zunächst zeige ich einmal den Aufbau. Etwas ungewöhnlich, das Projekt wird von unten nach oben gebaut. Für jedes Türchen gibt es eine Flexikollage. In den Flexikollagen befindet sich dann ein Hintergrund und davor ein Foto oder Video. Das Foto bzw. Video hat dann einen leichten Schatteneffekt und wird über eine weitere Flexikollage leicht geschwenkt. An der äußeren Flexikollage sorgt die Einblendung Zoom für das effektvolle Heranfahren des neuen Bildes. Die Ausblendung Aufzugstür sorgt für diesen sich öffnenden Effekt, der den Blick auf das neue Bild freigibt. Über allem liegt dann noch diese Schneeanimation und das Bewegungspfadwackeln sorgt für etwas mehr Bewegung bei der Partikelanimation. Ihr werdet aber sehen, es ist ganz unkompliziert nachzubauen. Legen wir los. Wir starten mit dem Titelbild. Dafür nehme ich zunächst ein Hintergrundbild. Hier aus dem Erweiterungspaket Frohe Weihnacht. Ich füge das Bild ein. Als Dauer wähle ich erstmal 7 Sekunden. Das Bild sollte zugeschnitten sein. Als Einblendung keine. Dann füge ich das Bild in eine Flexikollage ein. Die Flexikollage bekommt die Einblendung Zoom. Und zwar hier diese, die auch Zoom heißt. Als Ausblendung wähle ich die Aufzugstüren horizontal. Die Dauer für Ein- und Ausblendung soll jeweils 2 Sekunden betragen. Und ich möchte keine zufällige Zoom-Einblendung, sondern wähle noch eine ganz bestimmte Einblendungsart. Und zwar für den Vordergrund hier 200% und für den Hintergrund 0%. Jetzt fügen wir ein Textobjekt ein. Das ziehe ich mir aus der Toolbox unter das Bild in die Flexikollage. Ich setze die Dauer auch wieder auf 7 Sekunden und gebe meinen Text ein. Das könnt ihr dann wieder in einer beliebigen Schriftart und Schriftfarbe machen. Ich aktiviere hier noch den Schatten. Damit der Text noch etwas Bewegung erhält, werde ich ihm einen Bewegungspfad mit 2 Marken geben. An der ersten Position steht der Text etwas weiter rechts. Dann füge ich eine Marke hinzu. Jetzt würde er sich leicht von rechts nach links bewegen. Und das soll aber nicht in 2 Sekunden erfolgen, sondern über die gesamte Objektdauer gehen. Und deswegen stelle ich für die 2. Marke hier auf Prozent um und sage 100%. Das heißt, die Bewegung wird über die gesamte Objektdauer ausgeführt. So sieht es dann erst einmal aus. Nach der Ausblendung sehen wir erstmal nur schwarz, weil noch nichts da ist, was eingeblendet wird. Aber das ändern wir gleich. Ich kopiere die komplette Flexikollage und passe mir diese jetzt nur an. Als erstes benenne ich sie in 1 für das erste Türchen und entsprechend passe ich auch gleich den Textinhalt an und schreibe dort auch meine 1 hinein. Und die 1 darf auch etwas fetter sein. Und weil ich schon mal hier bin, ändere ich auch gleich die Position und schiebe sowohl die erste Marke der 1 als auch die 2. Marke der 1 etwas höher an den oberen Bildbereich. Jetzt wird noch ein Foto oder Video ergänzt. Ich nehme erstmal ein Foto. Das ziehe ich zwischen Hintergrund und Text. Als Dauer wieder die 7 Sekunden, keine Einblendung und ich schneide das Bild zu. Im nächsten Schritt wird das Bild aber verkleinert, damit es auch gut vor dem Hintergrund zu erkennen ist. Ich aktiviere mir die Mittellinien, damit ich die Mitte gut finden kann. Jetzt kommt das Bild wieder in eine Flexikollage. An der Flexikollage werde ich dann eine Kippbewegung animieren, und zwar über die manuelle Eingabe. Die gibt es nicht in PhotoVision. Bei der Y-Achse setze ich als Wert 10 Grad. Dann füge ich eine Marke hinzu und setze diese auf minus 10 Grad. Beide Marken lege ich genau übereinander. Als Dauer möchte ich wieder die 100% der Objektdauer. Und mit diesen beiden Marken
animiere ich halt dieses Kippen von links nach rechts. Das kippelnde Bild soll dann noch einen Schatteneffekt erhalten. Ich klappe die Flexikollage zu und ziehe den Schatten-Live-Effekt, den es so nur in Video Vision und Stages gibt, direkt auf die Flexikollage und dann erkennen wir so einen leichten Schatten vor dem Hintergrund. Jetzt tausche ich noch das Hintergrundbild aus, damit wir gleich den Wechsel vom Anfangsbild zum ersten Türchen richtig gut erkennen können. Der rote Hintergrund kommt weg, der helle bekommt die 7 Sekunden Dauer. Dann markiere ich die Flexikollage und klappe sie zu, denn wir wollen ja hier noch eine Überlappung erreichen. Also während die Ausblendung der ersten Flexikollage zu sehen ist, soll die zweite sich schon einblenden. Die Einblendung und Ausblendung sind jeweils 2 Sekunden, deswegen setzen wir die Überlappung hier auch auf 2 Sekunden und dann spiele ich einmal ab. Damit liegt der schwierigste Teil schon hinter uns, denn jetzt ist wieder reine Fleißarbeit gefragt. Ich kopiere diese letzte Flexikollage mit dem Foto. Beim Namen gebe ich gleich 2 ein, damit ich weiß, es ist das zweite Türchen. Und jetzt nehme ich wieder die Anpassung vor. Ich ändere auch den Text auf 2. Ich tausche mein Foto aus. Das kann ich direkt ersetzen. Dann markiere ich die Flexikollage und kehre die Kippbewegung einmal um. Das kann man im Verlauf des Projektes immer wieder mal variieren. Marke mit rechts anklicken, Fahrt bearbeiten und umkehren. Es klappt jetzt genau andersherum. Und dann tausche ich auch noch den Hintergrund aus. Auch das ist dann immer wieder eine Variationsmöglichkeit. Es dürfen aber auch immer mal wieder die gleichen auftauchen. Guckt, was zu euren Bildern passt und wie viel Abwechslung ihr in das Projekt bringen wollt. Wenn diese Flexikollage fertig ist, wird sie wieder in die oberste Spur einsortiert. Wieder mit 2 Sekunden Überlappung. Und weiter geht es dann mit dem dritten Türchen. Dieses Mal werde ich ein Video einfügen. Flexikollage wieder kopieren, Beschriftung anpassen, sowohl beim Namen als auch beim Textobjekt. Man könnte im Übrigen auch diesen Bewegungspfad, so wie sich die Zahl bewegt, verändern. Ich lasse es jetzt erst einmal und dann setze ich hier statt des Fotos ein Video ein. Das Video kann die Eigenschaften des Fotos nicht übernehmen, da muss man dann nochmal gucken, dass man bei der Einblendung wieder keine einstellt. Das Video ist jetzt auch ein wenig länger als das Foto. Man könnte jetzt alles in der Flexikollage so lang machen wie das Video oder das Video etwas kürzen. Und dann tausche ich auch nochmal den Hintergrund hier aus. Und jetzt sehe ich, dass ich noch etwas vergessen habe. Und zwar hat das Video ja noch die formatfüllende Anzeige. Das muss ich jetzt auch nochmal etwas kleiner machen, damit man den Hintergrund dann wieder sehen kann. Die Kippbewegung ist aber durch die Flexikollage trotzdem vorhanden. Wenn diese Flexikollage dann fertig ist, wird sie wieder in die erste Spur geschoben. Je nachdem, ob ihr dann ein Foto folgen lassen wollt oder ein Video, könnt ihr das zweite oder das dritte Türchen weiter kopieren. Ihr habt alle nötigen Einstellungen dann am jeweiligen Objekt. Wer von einem Objekt gleich ganz viele Kopien einfügen möchte, kann hier übrigens auch das Bearbeiten und Vervielfachen nutzen und die gewünschte Anzahl an Kopien darüber einfügen. Ich mache die aber erst noch einmal weg und zeige euch kurz nochmal, was ihr am Ende machen könnt. Kopiert dafür wieder die Flexikollage vom Anfang, die nur Hintergrundbild und Text enthält. Und dann könnt ihr den Text dort anpassen, auf den nächsten Tag und das nächste Fensterchen verweisen oder euch von den Zuschauern verabschieden, ganz so, wie ihr es für euer Projekt haben möchtet. Wenn alles soweit steht, könnt ihr noch etwas Puderzucker drüber streuen in Form von Schneepartikeln. Da greife ich hier auch auf etwas Vorhandenes zurück, und zwar auf die Schneeflocken aus dem Abschnitt Animation. Ihr könnt euch diesen Effekt weitgehend selbst anpassen und zum Beispiel einige der Partikelobjekte hier entfernen, es also dadurch weniger stark schneien lassen, zum Beispiel so. Und bei den einzelnen Partikelobjekten könnt ihr auch nochmal ganz viele Einstellungen vornehmen. Anzahl, Alter, Größe. Probiert da aus, solange bis ihr das Ergebnis habt, was ihr gerne hättet. Vielleicht noch wichtig, zieht die Partikel genau so lang, wie euer Projekt lang ist, damit die Schneeflocken auch die ganze Zeit über zu sehen sind.
Im VIP-Club bekommt ihr dann, wie bereits erwähnt, auch das Projekt mit komplett angepassten Partikeln als Vorlage. Da ist dann auch dieses Bewegungspfadwackeln dabei, was nochmal für eine zusätzliche Bewegung der gesamten Partikelsimulation sorgt. Ich zeige direkt im Anschluss, was wir soeben erstellt haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wieder über einen Daumen nach oben. Danke!